Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind hier in Haxi und sollen uns um Gnash sollen wir uns kümmern und auf unseren Füße folgend haben wir hier die Ellen Shear oder wie man sie auch nochmal ausspricht und ja, da sind auch schon die nächsten Gegner. Alles klar, gesehen. Erbärmlich. Explodierten hier immer so, also sind diese Trolle, ne? So, dafür verwende ich jetzt aber mal meine Schicksalsmacht hier. Oh, Leute. Die kann sich ja auch nicht aufladen, wenn ich die nicht mal verbrauche. Und weg war der Troll. Ein wenig mehr hatte ich schon erwartet. Ja, kommt noch, meine Liebe. Bestimmt kommt noch was. Okay, gut, dann ist hier nichts mehr. Dann laufe ich mal weg. Wie sieht's aus mit einem Mana-Trank? Geh mal dahin. Warum nimmst du nichts? Komische Nieten, die wir mitnehmen können. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte nur schnell laufen, wie immer. So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Ein Haxi. Es sieht aus, als wären die Tuata hier schon lange am Werk. Wenn sie so weit ins Landesinnere vorgedrungen sind, schweben wir alle in großer Gefahr. Okay, gut. Also muss ich mich jetzt hier in Acht nehmen. An wen kann ich mich denn mal ranschleichen? An den Magier würde ich gerne ran. Scheiße! Scheiße. Shit. Ja, schön, dass du da rangehst. Das ist ein Ende. Kümmer du dich mal um den Troll, genau. Schön immer hinten rein. Das ist ein Ende. Das ist ein Ende. Das sollte reichen. Ja. Genau. Das reicht. Das ist okay. Was haben wir hier in den Ecken? Thronkisten zum Verschmettern ohne Ende. Da gucken wir doch gerne mal rein. Mit einem Dietrich probiere ich es mal. Auch wenn er auf Mittel eingestellt ist. Aber naja, eigentlich habe ich... Das wird schon wieder nichts hier. Bevor der weg ist, lasse ich es lieber mal. Komm schon und... Oh, komm schon. Mhm. Klappt toll.
klappt sogar. Totem der Wildnis. Das ist alles gut. Das ist gut, dass ich die Truhe geöffnet habe. Es waren keine Sachen, die blöd sind. Reparatur kann auch nie schaden. Bisschen Gold geplündert. Kisten zerschmettern macht immer Spaß in diesem Spiel. Kann ich nur empfehlen. Kisten zerschmettern, Kissen. Oh, und dann haben wir hier so ein, mal eben noch so ein Gemschleifertar. Aber das ist so wichtig. Und was hat der hier noch? Ah, auch noch ein Reparaturkit. Supi. Okay, da sind sie wieder, meine Flüche. Schön. Ganz toll. Komme ich jetzt hierher oder nicht? Laufe ich jetzt zurück? Ich hoffe nicht. Hier wird gespeichert. Also war ich hier noch nicht. Und da war noch eine Truhe eigentlich, oder? Leicht. Na komm, dann mach mal so. Ja. So. Offen ist sie. Oh, hier Dinge vom Hauptmann. Dann habe ich ja wieder was gefunden zu dem Ding. Ich hatte nämlich da schon die Gamaschen oder die irgendwas anderes. Das ist ja toll. Dann kriege ich ja mein Set zusammen langsam. Was haben wir hier? Oh, ganz viele tolle Scherben. Auch schön. Ja, da staunst du, was? Noch hier eine Dose. Es gibt eine Zeit, um zu reden und eine Zeit, um zu kämpfen. Macht euch auf den Weg. Ich will auch gar nicht reden. Ich will nie meistens mit euch viel zu lange quatschen. Wir auch vorankommen. Friss mehr. Die Zeit ist gekommen. Nehm mal was. Der Gnarf, das ist er also. Ich hoffe, sie stirbt nicht. Die Zeit ist gekommen. Och, Mensch, Mädel. Haha. Und zack, schon wieder gehe ich hier fast drauf. Der ist ja stark. Kann man nicht anders sagen. Ich gerate aber auch immer rein. Na komm, stirb. Gute Arbeit. Oh, der Gnatsch. Der Gnatschige ist endlich erlegt. Sehr schön. Gut, was sagst du dazu? Nicht schlecht. Wie ich sehe, habt ihr nicht vergessen, wie man kämpft. Aber es sieht dennoch übel aus. Ich hätte nicht gedacht, dass die Tuata so weit kommen würden. Zumindest nicht so bald. Okay, ich dachte, die Tuata seien erledigt. Die Pläne der Tuata gehen offensichtlich über den Wunsch, euch zu töten, hinaus.
Sie haben die Trolle mit Prismea verdorben und versucht, den Krieg nach Dalentar zu tragen? Nyralim hatte allen Grund, besorgt zu sein. Gnash hatte nie eine Chance. Ihr verschweigt mir etwas. Tue ich das denn nicht immer? Aber habt Geduld. Könnt ihr euch im Moment nicht einfach darüber freuen, dass ihr Nyralim und seinen Wald gerettet habt? Na los, redet mit dem Baum. Ich bin mir sicher, er lässt euch jetzt nach Ysa ein. Ich bleibe hier und erledige die restlichen Tuata. Okay, wir müssen Nyralim davon berichten. Ihr könnt dem alten, bemoosten Holzklotz allein davon berichten. Ich mache mich auf die Suche nach weiteren Tuata, die möglicherweise derart weit nach Westen vorgedrungen sind. Oh, ich hoffe, sie... Ich werde euch finden, wenn die Zeit gekommen ist. Sie veräppelt uns nicht und macht so echt ihr eigenes Spiel. Bin mir da nicht so sicher bei ihr. Und immer diese Krabbelfiecher hier. Und ach so, ja, ich hatte gar nicht erwähnt, dass ich hier meine Ausrüstung gewechselt hatte. Ist mir jetzt wieder aufgefallen, wo ich mich gerade gesehen habe in der Sequenz. Ja, ich habe einfach mal die Balladenrüstung abgelegt und war noch einmal zurück, weil ich gucken wollte, ob ich nicht mit meinen Einzelteilen gerade sogar besser dran bin als mit der Balladenrüstung, die natürlich sehr, sehr gut ist, keine Frage. Aber man muss ja doch nochmal immer hin und her überlegen, was macht gerade mehr Sinn. Und ich dachte, so, die Balladenrüstung, die haben wir jetzt, wie gesagt, eine Weile getragen. Dann kann ich ja auch mal wieder was anderes anziehen. So, wie müssen wir da raus jetzt hier? Den Gnash, den haben wir besiegt. Meine Funde werde ich mir dann nochmal... Also meine glücklichen Sachen, die ich gefunden habe, die schaue ich mir dann nochmal später an. Wer ist hier? Was ist los hier? Oh, nee, nicht eine Bandruhe. Hier ist doch nichts. Oh, da bist du sauer, ne? Scheiße, so ein Dreck hier, so ein Felstroll. Na komm. Die nächsten Pfeile, bitte. Und weg war er. So, nochmal hier die... Oh, nee, ich will nicht. Das klappt doch wieder nicht. Und ich habe schon so viele Flüche am Hals. Eins, zwei, drei. Und das macht immer kurz grün und das wird doch nichts. Oh. Ich kann das nicht, verstehe das nicht. Irgendwie, vielleicht mache ich das auch falsch. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall gerne, ich nehme alle Flüche auf mich, kein Ding. Blöd, echt. Genau, ein paar Heiltränke, das kann nie schaden. Vor allem, wenn man so Flüche auf sich zieht. Die nehme ich doch gerne alle. So, und damit wir da nochmal an den Singstein kommen, habe ich die getötet. Der Troll unter dem bösen Zauber der Maid dachte weiterhin, er sei ein Mensch, von seiner wahren Gestalt befreit. Und so wütete er durch das Land voller Glück. Alles war für ihn ein Spielzeug. Er ließ nichts in einem Stück. Lord Eimer näherte sich ihm und sprach: Wenn ihr ein Mensch seid, verhaltet euch danach. Stellt euch uns, wenn euer Schicksal dies ist. Duelliert euch mit uns, damit es niemand vergisst. So kämpften der Troll und die Feien in einer Schlacht. Und oh weh, nichts war so, wie der Troll hatte gedacht. Das war wohl so mit dem Troll. Ja, ich gucke jetzt mal auf die Karte. Ich wollte es nur nicht jetzt unterbrechen hier. Okay, ich gehe mal hier nach Aoth und guck mal, ob ich von hier aus wieder schneller bin. Ich denke nämlich schon. So, gehen wir hier mal wieder runter, rauf, wie auch immer. Hier können wir nämlich runterjumpen wieder. Genau, gehst du hier runter. Und dann querfeldein an den ganzen Viechern vorbei. Oh, sie haben mich schon wieder entdeckt. Die Schweinebacken. Ihr wollt das echt, ne? Ihr wollt es unbedingt. Na komm. Muss das denn immer sein? Es muss anscheinend sein. Wo ist er denn noch? Wieso höre ich hier schon wieder einen?
Wo höre ich hier ein? Singi? Wenn ich dieses Weo höre, dann weiß ich schon, hier ist doch wieder irgendwo ein Stein. Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung. Doof. Irgendwo ist er, aber ich habe ihn gehört. Hier höre ich es auch wieder. Vielleicht ist er ja irgendwo oben und nicht hier unten. Kann natürlich sein. Jetzt laufe ich natürlich wieder voll auf die Feinde zu. Das ist auch schön. Das war's auch mit denen wieder. Was haben wir hier? Bisschen Kohle. Greifen die mich an? Nö, ne? Nö, wir lassen uns in Ruhe. Wir lassen uns einfach mal in Ruhe, damit ich hier schön geradeaus laufen kann. Ja, manches kann man halt nicht so per Schnellreise schnell erreichen. Macht ja aber nichts. So, dann bin ich wieder hier und ich mit meinem So immer. Dann quatschen wir mal mit den Bäumchen. Aber hätten wir nicht doch mit Schnellreise hier schnell hin? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind wir hier jetzt, glaube ich, tagsüber. Ich glaube, das letzte Mal war Nacht. Und die Versorger versorgen alles schön. Ich frage mich, ob man hier bessere Reagenzien sammeln kann als woanders. Habe ich Glück? Ja. Vielleicht war das jetzt auch nur Glück. Ich weiß es nicht. So, wir haben den Gnarsch erlegt. Besiegt. Getötet. Wie uns geheißen wurde. Und ganz so schlimm war er dann auch nicht. Er hat mich, nur wenn er mich getroffen hat, musste ich schnell heilen. Das hat mich viele Heiltränke gekostet. Ihr seid zurück und hinterlasst ein blühendes Dalentat. Der Fluss wurde umgeleitet. Jetzt und für alle Zeiten. Gut, ne? Gnarschs Brut wurde bezwungen. Ihr habt zerstört, was geschrieben war, und Dalentat ein neues Schicksal beschert. Selbst eure düstersten Verbündeten beschreiten einen helleren Pfad. Und doch breiten sich die Tuatha noch immer aus und bringen den Prismeer und Leid mit sich. Ihr habt unseren Untergang lediglich hinausgezögert. Ich kann die Tuatha aufhalten. Könnt ihr mir helfen? Das ist nicht mein Krieg. Ich habe euch bereits vieles gegeben. Nun müsst ihr verstehen, was ihr erhalten habt. Wisst eines, Schnelllebige. Die Zeiten ändern sich. Unsterbliche scheiden dahin und die Zukunft gehört den jungen Völkern. So es denn eine Zukunft geben wird. Geht und sucht das Herz des Sida auf. Dort werdet ihr Ysa finden und vielleicht auch Weisheit. Alles klar, gut. Was war denn mit... Oh nee, Gnarsch, hatten wir da nicht sogar schon mal nachgefragt? Wir können ja mal um Schicksal fragen. Vielleicht weiß der Baum ja was dazu. Die Schicksale der Schnelllebigen sind äußerst simpel. Wachsen, essen, vermehren, sterben. Und sie folgen stets einem absolut vorhersehbaren Weg. Ihr jedoch seid einzigartig unter euresgleichen. Ihr wählt selbst, welche Richtung ihr einschlagt. Aber heißt das auch, dass ihr euch anders entscheidet? Eben. Ich könnte mich auch genauso entscheiden, wie es mir mein Weg vorherbestimmt ist. Wer weiß, was liegt vor mir? Nur der Weg, den ihr euch selbst wählt. Sucht das Herz des Sida auf. Und wenn dieser Weg auch die Gärten von Ysa mit einschließt, werde ich euch Zutritt gewähren. Okay. Deal.
Möge euer Weg lang und stets grün. Oh ja, das wünsche ich dir und euch und allen anderen auch. Und mir selbst. Das wäre schön. Warum ist es jetzt so neblig auf einmal? Hä? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist so komisch irgendwie gerade hier. Das Wetter. Und mir ist auch noch hier keine Reagenzien gefunden. Ist also nicht. Ich habe hier also nicht unbedingt mehr Glück, nur weil wir hier beim Baum sind. Den hatten wir schon, den Stein. Ja, was wollte ich gerade sagen? Weiß ich nicht mehr. Genau, doch. Ich hatte noch einen Nebenquest ja auch gefunden. Der hat sich ja aus den letzten zwei Parts noch so ergeben. Das müssen wir dann auch nochmal machen zusammen. Da soll ich ja irgendwie mehrere Feinde töten. Hier, das steht hier bei den Quests. Schlachtruf nehme ich. Nämlich die Schamanen töten. Sul, Merok, Duxtir und Ansin. Ich weiß nicht, ob das was ist eher für nebenbei für mich offline wieder oder etwas, was ich mit euch zusammentun sollte. Überlege ich mir noch. Oder ihr könnt es an der Stelle natürlich auch sagen, falls ich es bis da nicht schon gemacht habe. Habe ich euch beim Schlafen gestört, ne? Unmöglich. Wo soll es denn jetzt eigentlich hingehen? Da oben lang. Okay. Ja, dann kann ich da natürlich jetzt auch zu Fuß lang rennen. Das bringt ja jetzt nichts, da hinzureisen. Da bin ich zu Fuß auch nicht unbedingt langsam. Machen wir mal. Ich muss ja sowieso zu Fuß da irgendwann lang. Jetzt habe ich den Stein wieder gehört. Ich muss doch hier... Vielleicht ist er doch hier oben. Ist er hier irgendwo? Ah, da! Haha! Der Architekt rüstete sich. Er nahm die Gaben der Erde und des Himmels als Werkzeuge. Er sonn Pläne der Herkunft, baute Planken für Holz und Stein. Er begann zu erschaffen. Wasser floss durch den Sieder, Leben entsprang dem Boden. Der Wolf und seine Antilope, der Bär und sein Fisch, alles das Werk des Architekten. Okay, da hinten ist schon wieder was zum Bannen. Das will ich aber gar nicht. Kann ich hier runterspringen? Wehe, wenn nicht. Oh nee, muss ich jetzt wieder einen anderen Weg finden. Aber es sieht voll schön hier aus. Keine Frage. Sieht aber alles noch so nach Baumlanden aus. Wir waren hier aber schon, ne? Kann das sein? Hier kannst du aber noch rüberlaufen. Ach, ist das cool. Die Gärten von Ysa betreten. Ach, wie cool. Das ist ja toll. Ach, wie schön. Voll schön. Ich liebe ja sowas mit Gärten und so. Mal ein bisschen hier die Kamera nach oben machen. Ach, herrlich. Sieht sehr, sehr toll aus. Muss ich ja direkt wieder Screenshots ohne Ende machen. Kennt ihr aber schon. Die Gärten von Ysa. Wie geil. Oh, voll mein Ding. Wie schön das hier ist. Herrlich. Will ich mit denen reden? Nö. Ich rede mit dem hier. Willkommen in den Gärten von Ysa, der Heimstatt des Hofes des Sommers und dem warmen Herzen der Feinlande. Es kommt nur selten vor, dass wir ein Kind des Staubs in Ysa begrüßen können. Doch ebenso selten erwählt Nyralim einen Champion. Ich bin Eran, der Kanzler des Hochkönigs. Ich hoffe, ihr genießt unsere Gastfreundschaft. Ja, mit ihm sprechen wir das nächste Mal und fragen ihn mal ein bisschen durch den Kanzler Eravan und entdecken hier diesen wunderschönen Garten oder die Gärten von Ysa. Sehr toll. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.